Willkommen zurück bei Let's Play Paper Mario. Wir haben ja letzten Part aufgehört und ja, speichern und weiter halt, ne? Wie es so üblich ist. Oh, Peach-Sequenz. Tut mir leid, dass es so krisselt im Ton, ich kann da auch nichts gegen machen. Sie weint auch schon wegen den Kriseln. Mario wurde sicher verletzt. Das ist so traurig. Alle anderen sind im Gefängnis. Mein Bild hat einen Grafikfehler. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Ich meine, das Bild da an der Wand, das hat so einen blauen Strich durch, ne? Seht ihr auch. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Hä? Oh ja, der hilft dir garantiert. Yeah, Mann, was geht? Meine lieben Prinzessin Peach, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Nicht mal Mario hat eine Chance, uns so hoch oben zu erreichen. Wie ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternschorb habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt, sie ist nur mein. Ist das nicht einfach wunderbar? Yeah. Stellt euch nur vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr erfüllt werden. Oh, wie überaus reizend. So wie sie uns Koopas seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Gehabt euch nun wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Yeah! Tuff, tuff, tuff. Oh, bitte. Wenn mir nur jemand helfen würde. Oh, gleich klopft's schon. Wie passend. Hä? Tuff, tuff. Niedlich. Tuff, tuff. Heißt der Twinkle? Keine Ahnung. Hallo, Prinzess Peach. Erfreut dich ganz allein. Mein Name ist Twink. Ach, Twink. So heißt du also. Aber du bist doch ein Sternkind. Wie bist du hergekommen? Ich komme vom Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft. Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hole den Sternstab von Bowser. Kannst du das tun? Also, naja. Verzeihung, das ist ein bisschen zu viel für einen Neuling wie mich. Vielleicht könnte einer der ehrenvollen hohen Sterne aus den Sternwaffen diesen Wunsch erfüllen. Es tut mir so leid. Wünsch dir ein etwas Einfaches, das auch ein kleiner Stern wie ich vollbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen? Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen und ich muss so schnell wie möglich alle retten. Tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternhafen gerufen. Da kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alle zu retten. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twink. Glaubst du, du könntest Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier bringst. Yeah, Mann, das ist genial. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich im Königreich hinabfliegen. Jetzt müsst ihr gleich die Stelle gucken, wo das die Room abkackt. Hat er den gegessen? Der hat ihn echt gegessen. Oh, warte, Twink. Warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass... Ja? Es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll. Baby. Ja? Kannst du ihm das mitteilen? Natürlich. Ich werde ihm deine Worte übermitteln, Prinzessin Peach. Verzweifle nicht. Ich werde bald wieder da sein. Also pass gut auf dich auf. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier ein Safe State.
Und ja, wegen den Room dann, ne? Wegen dem Room-Scheiß. Und jetzt müsste es gleich anfangen abzukacken. Wenn es das gleiche wie bei Alligator ist, was ich eigentlich nicht hoffe, aber naja. Mario, wo bist du? Und genau jetzt müsste es abkacken. Na? Ich glaube, ja. Okay, ich lade jetzt die englische Room hoch und wir sehen uns dann gleich, ne? Jetzt geht's mit der englischen Version weiter von Mario. Also, es geht weiter, aber halt in Englisch jetzt. Bis zu einer bestimmten Stelle nur. Und zwar, diesen Text jetzt muss ich leider in Englisch formulieren. Stop! Ouch! No, sorry, sorry, so sorry, I'm a huge Harry. I'm huge Harry. Yay! Oder ich hab's eilig, glaube ich. Oh, it's... You're Mario, aren't you? Bist du nicht Mario? Thank the stars, I found you. Danke den Sternen, ich habe dich gefunden. Yay, yay. How do you do? I'm Twink. Princess Peach asked me to bring something to you. How do you do? Heißt das nicht, was machst du hier oder? Naja, was machst du gerade oder so? Ich bin Twink, Prinzessin Peach hat mich gefragt, ob ich dir etwas geben kann. Yes, here it is. Here, this is it, take it. Da ist es, nimm es. Yay, you got the lucky star. That's the lucky star from Princess Peach. Now that it's yours, you can use the action command. May I take a moment to explain what the action command is? No. This is important, Mario. I think you want to know about this. No. No, okay, great. I don't even have to explain. Once you understand how to use the action command properly, you'll be even more powerful. Terrific! You'll be much stronger in battle now. Here you are! Ein Comic! What? It can't be! Where are you following me? What the foolish star kid! I knew that if I followed you, I'd find Mario. If I defeat Mario right now, I'd be famous! I tell Kemi Koopa, she'll show me with praise. She'd give me a raise. Here I come! So, gleich ein Kampf zum Ausprobieren. Entschuldigung, dass ich im Moment alles so Englisch geredet habe, aber ich finde das irgendwie lustig. Naja, Power Jump, yay! Wusch. Oh, schade, jetzt hätte ich A drücken müssen, dann hätte ich... Tattle, Magic Koopa. This is a Magic Koopa. Magic Koopas use magical roots. Maximal HP, Boah, 3. Null für den. Magic attacks are not a joke, Mario. You better take these guys seriously. Okay, ich sollte sie ernst nehmen. Ah, schade, Mann. Ich wollte auf Verteidigung drücken. Okay, jetzt aber. Bam. Ja, Mann, 4. Nein. Er ist runtergefallen. Und du machst den down. Boing, boing. Nice. Nein. Ja, 15. Yay. Nein. Strong as they say, I know that you'll be able to defeat Bowser. Yay! I'm going to return to Princess Peach's side. I'm not strong enough to really help her, but at least I can tell her you're okay. Well, Mario, see you later. See ya. Big shock. See ya. This guy. Oh man. Oh dear, I almost forgot to tell you the message from Princess Peach. I'm alright, so don't worry about me. That's exactly what she said. I get the feeling, though, that she's very lonely. Anyway, I do my best to help the both of you. But please be brave, you must save Princess Peach. Das werde ich. Hui! So, jetzt ist erstmal der englische Part zu Ende. Oh, doch noch nicht. There he goes. But back to Bowser's castle. What a brave little guy. Okay, Mario, let's get down to business. Yay. Okay, jetzt aber der englische Part zu Ende. Und im nächsten Part geht's dann deutsch weiter, Leute. Wir bleiben im Deutschen Reich. Ich speichere jetzt erstmal. Nochmal einen englischen Text kurz? Na klar. You don't know how happy I am that you made it, Mario. If you weren't in the mix, I don't know what kind of change we'd have. I'm rooting for you, Mary. You've got to save the princess and everyone else. Ja, ja, ich werde alle retten. Keine Sorge. So, dann werde ich jetzt speichern und dann den Part beenden.
Oh, Junge. Oh, Mario! Melon was looking for you. He lives in that house with the spinning roof. He asked me to tell you to go meet him at his house. I was just about to get look for you, but here you are. Grafikfehler. Nein! Was ist denn das hier? Alter! Hilfe! Safe! Safe complete! Okay, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Hoffentlich grafikfehlerfrei. Oh, ist das scheiße. Also bis zum nächsten Mal. Und natürlich wieder Deutsch. Tschüss!